Wir bleiben bei der Frage, wie Ängste entstehen. Ja, wir haben jetzt im letzten Video, da war es das Modell, eine Modellansicht von Carl Rogers, da ging es um Kongruenz, Inkongruenz. Ja, Inkongruenzen könnten verantwortlich gemacht werden für die Entstehung von Ängsten. In der Therapie, wenn ja, in der Psychotherapie ist manchmal auch von Libido die Rede. Libido, jetzt gehen bei einigen schon die Lichter an, ja, oder sagen sich, Mensch, jetzt geht's los mit Freud, ja. Sigmund Freud, Schlomo Sigismund Freud, Begründer der Psychoanalyse, machte hier sexuelle Energie für das Entstehen von Ängsten verantwortlich. Seine Schüler, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, ich glaube eher in erster Linie Carl Gustav Jung, haben diesen Libido-Begriff doch sehr erweitert und verbinden ihn eher mit dem Begriff, ich sag mal, Lebensenergie. Die kann sich sexualisieren, dann haben wir die sexuelle Energie laut Freud. Ja, aber die Lebensenergie, die Libido, die kann auch konvertieren in ganz andere, also die kann ganz andere Gestalt annehmen, zum Beispiel die Gestalt von Aggression. Jetzt wirkt sie nach außen sehr destruktiv, zersetzend und dennoch auch sehr vitalisierend. Ja, wenn man, denken Sie einfach nur an eine Person, die gerade etwas kaputt macht, die macht ja nicht irgendwie so und schläft dabei neben ein. Nein, der ist ja, oder die Person ist ja sehr vital. Ja, da ist ja was los. Worum geht's? Wenn sich der Mensch mit seiner Umwelt auseinandersetzt, und das muss er ja auch, um sich irgendwie am Leben zu erhalten, dann braucht er diese Libido, diese Lebensenergie. Ja, er muss sie nach außen irgendwie verlagern. Das können wir zum Beispiel in, jetzt sind wir mal, da wir gerade bei Freud sind, irgendwas mit Beziehung, ja. Da ist ein Mann, der möchte eine Frau, ja, und er findet diese Frau gut, ja, also projiziert er, braucht er diese Lebensenergie, diese Libido, und die legt er jetzt auf dieses Objekt. Er lötet sie sozusagen an dieses äußere Objekt dran. Die Libido hat die Frau noch nicht so ganz umhüllt, diese Lebensenergie, ja, aber die klebt da jetzt irgendwie dran. Das ist jetzt die Libido, die sich, sagen wir, zum Beispiel in sexueller Energie oder auch in volitiven Gestalten äußert, wie zum Beispiel Interesse, ja, Neugier, ja, oder bleiben wir ruhig bei der sexuellen Energie, ja. Jetzt ist es irgendwie so, dass das Objekt, die Frau, die will nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht geht sie fremd, sie gibt ihm einen Korb oder zieht weg, wie auch immer. Und jetzt ist es so, die Libido, die konvertiert jetzt, die nimmt jetzt eine andere Gestalt, oder sie kann eine andere Gestalt annehmen, zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, in Form von Aggression. Jetzt wirkt sie auf die Frau ein, diese Libido, diese entstellte sexuelle Energie, destruktiv, zersetzend. Ja, im Sinne von, das haben wir zum Beispiel in solchen Momenten, wenn der Mann nicht loslassen kann, im Stalking zum Beispiel. Ja, jetzt wird die Libido aggressiv. Ja, es kommt zur Aggression, ja, zum Verfolgungswahn, auch zur Körperverletzung zum Beispiel, ja, die Libido, also alles, was vorher eigentlich dem Erhalt des Lebens diente, wirkt jetzt destruktiv zersetzend ein, ja. Die Libido kann aber auch eine ganz andere Gestalt annehmen, zum Beispiel in Form von Angst, ja, Angst vor dem Objektverlust, ja, lass mich nicht allein. Nicht im Sinne von, du gehörst jetzt mir, das war die Aggression, nein, bitte verlass mich nicht, ja, ich bin doch sonst so allein. Jetzt macht sich Angst bemerkbar, ja, also die Libido konvertiert hier in Angst und jetzt wirkt sie auf das Innenleben sehr zersetzend, sehr zerstörerisch, ja. Also Libido kann nach außen verlagert werden. Wenn wir mal ganz kurz die F4 durchgehen, der ICD-10 haben wir ja diese Angststörung, ja, wir haben da die Sozialphobie, ja, die isolierten Phobien und wir haben die Agoraphobie. Ja, das waren diese drei Hauptängste, ja, also Sozialphobie ist, wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, vor Menschen zu reden. Agoraphobie, wenn man Angst hat, aus einer Situation nicht mehr herauskommen zu können, ja, im Zug zu fahren, nicht einfach aussteigen zu können, ja, und bei der isolierten Phobie,
dann sind es Ängste, die sind auf bestimmte Objekte bezogen. Keraunophobie, Angst vor Donner zum Beispiel, ja, oder die Arachnophobie, die Angst vor Spinnen. Diese Ängste sind nach außen verlagert. Hier verlagert sich die Libido in die Umwelt, ja, in den Außenbereich. Aber auch bei der episodisch paroxysmalen, also anfallsartig auftretenden Angst, ja, auch hier kommt sie von außen, sie macht wie so eine Art Kurzbesuch, ja, sie kommt aus dem Nichts, bedroht den Menschen irgendwie und dann verschwindet sie auch wieder im Nichts. Oder bei der Angst, die generalisierte Angststörung, ja, die meistens, also mindestens 6 Monate für die Diagnostik erstmal bestehen muss, hier ist es so, hier ist die Libido, die Angst, auch aufs Äußere gelegt, aber sie ist frei flottierend, ja, diese Angst, ja. Sie bindet sich nicht so richtig an ein Objekt wie so eine Art Nebel. Man hat Angst vor der Zukunft, man kann die Angst nicht richtig greifen. Das ist eine sehr, sehr schlimme Angst, ja, eine isolierte Angst, Angst vor einer Spinne, geht man der Spinne aus dem Weg. Angst vor dem Fahrstuhl fahren, dann nimmt man halt eben die Treppe. Aber wer so eine generalisierte Angststörung hat oder so eine anfallsartig auftretende Angststörung, der hat echt schon Zonk, muss man mal sagen. Ne? Wichtig ist hier für die Erklärung, ich bleibe bei dem Begriff Libido, hier ist sie nach außen gelegt. Ja. Versagen jetzt. Schutzmechanismen, Abwehrmechanismen können diese Ängste noch mal eine andere Gestalt annehmen. Ja, also erst sind sie nach außen verlagert, sie können sich aber auch nach innen verlagern. Jetzt sind wir ganz schnell bei der Somatoformstörung, ja, bei der Hypochondrie zum Beispiel, beim Da Costa-Syndrom, der Angst, dass man einen Herzinfarkt bekommt, ja, dass das Herz so krank ist, dass man sterben kann, ja, oder an der Diabetophobie leidet, an der Angst, Diabetes zu haben, oder Karzinophobie, der Angst, Krebs zu haben. Ja, jetzt ist die Angst, die Libido, sie kann sich nicht mehr an das äußere Objekt in der Umwelt binden. Jetzt drückt sie sich im Innern des Körpers aus. Jetzt ist sie nach innen gerichtet. Ja, also Libido kann verschiedene Formen annehmen, nicht nur sexuelle Energie oder Aggressivität oder hat ja was Epikur hat das schon gesagt. Ja, wer Angst verbreitet, ist selbst nicht ohne Angst. Ja, Libido nach außen und nach innen gerichtet, ja. Ja, okay. Für die Therapie ist wichtig, wenn wir jetzt mit diesem Störungsbild zu tun haben, wir nehmen diese Begriffe der Libido, ja, dann müssen wir immer schauen, wenn wir die Angst irgendwo unterdrücken, im schlimmsten Falle beim Flooding mit der Reaktionsverhinderung, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sich die Angst in einer anderen Gestalt zeigt. In einer Gestalt, die vielleicht noch viel, viel schlechter zu handhaben ist, als wie sie vorher war. Ja, also wenn ich zum Beispiel jemanden, der eine Klaustrophobie hat, Angst vor engen Räumen, ja, Fahrstuhlangst, irgendwie so etwas, wenn ich ihm diese Angst nehme, durch eine Reizkonfrontation, ihn in den Fahrstuhl stecke, er kommt dann nicht mehr raus, das funktioniert wirklich. Ja, also diese verhaltenstherapeutischen Geschichten, die sind ziemlich gut, sie funktionieren. Aber eine Kopfschmerztablette, die funktioniert auch, aber ob sie wirklich die Kopfschmerzen auf Dauer beseitigt, das ist natürlich die andere Frage. Ja, wir müssen gucken, wenn wir es mit einem Angstpatienten zu tun haben, was ist das für eine Angst? Ist das eine gelernte Angst? Ja, ist das eine entstellte Form der Libido? Ja, oder spielt die Inkongruenz, wie ich es vorher schon beschrieben habe, eine wesentliche Rolle? Oder ist es vielleicht War ich jetzt stehen geblieben? Ja, Therapie. Kognitive Therapie, Verhaltenstherapie funktioniert. Ja, genau. Es gibt Therapien, die funktionieren. Es gibt Therapien, die helfen. Therapien, die funktionieren, zum Beispiel die kognitive Therapie. Und es ist wirklich so, wer Angst hat, zum Beispiel, hat jetzt eben das Beispiel mit dem Fahrstuhl, ne, Angst vor engen Räumen. Da kann man kognitive Therapie anwenden, das funktioniert auch gut, ja. Der ist dann diese Angst auch los, oder die Person, die Frau, der Mann, wie auch immer, ja. Das heißt allerdings nicht, dass die Angst als solche verschwindet, ja. Sie kann nochmal konvertieren in eine ganz andere Form, ja, die, wie gesagt, dann später noch viel, viel schlechter zu handhaben ist, denn unser seelischer Apparat, der hat ein paar Millionen Jahre auf dem Buckel. Das dürfen wir nicht vergessen, ja, wenn wir überlegen, ontogenetisch,
oder phylogenetisch betrachtet, ja, wir Lebewesen generell, was wir an Jahre genetisch auf dem Buckel haben, damit wir überhaupt so weit sind wie heute. Und unser seelischer Apparat, der hat sich so viele Sachen einfallen lassen, um zu überleben, da mal eben schnell das Symptom Angst wegzudrücken durch eine Konfrontation, das mag funktionieren, aber da hat unser seelischer Apparat noch ganz, ganz, ganz viele andere Tricks und Kniffe auf Lager, damit er zu seinem Bedürfnis kommt. Denn Angst ist ja unser Alarmsystem sozusagen. Ja, wenn wir ein Auto haben und da ruckelt jemand dran und die Alarmanlage geht los, ja, dann ist ja auch erstmal das Geschrei groß. Oder wenn unser Rauchmelder hier angeht, weil irgendwo ja eine Gefahr ist, dann ist ja hier auch Stimmung, sage ich jetzt mal. Ne? Aber unser Körper hat auch eine Alarmsignalanlage und der macht Stimmung in Form von Angst. Ja? Wenn wir die Angst wegnehmen, sucht er sich eine andere Möglichkeit, sich auszudrücken. Auch das haben wir der Libido zu verdanken. Ja. Gut, so viel bis dahin. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nachher oder später nochmal wieder. Macht's gut. Tschüss.